Sarah Steffen. Und sie spielen gegen Elton und Anni Friesinger. Ein wahres Sportduell. Und jetzt geht's los. Wochenausgang. Noch einmal eine neue Folge. Wer weiß denn sowas? Freitags ist ja immer Doppelpack. Erst wer weiß denn sowas? Danach direkt Quizduell der Olymp mit dem Kollegen Jörg Pilawa. Also es ist doppelt Spaß und Spannung und interessante Fragen und alles, was so dazugehört. Dafür ist gesorgt, meine Damen und Herren. Und eine spannende Information gleich zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass die deutschen Fußballnationalspieler der Mannschaft 1954 sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft unbezahlten Urlaub nehmen mussten? Tja, die Zeiten haben sich geändert, aber damals Hammer. War das so. Ja, damals war das noch so. Ja. Schön, dass ihr da seid, unsere beiden Gäste heute. Britta Steffen, eine unserer erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen. Und auf der anderen Seite, sie hat es mehr mit dem gefrorenen Wasser, am liebsten auf Eis, Anni Friesinger. Ja, ihr kennt unsere schöne Sendung. Ihr habt euch natürlich versucht, ein bisschen vorzubereiten. Ich kann euch jetzt schon sagen, das bringt nichts. Ne? Weil man kann das Internet nicht auswendig lernen. Und die Fragen, die wir hier spielen, das ist ja kein klassisches Wissen. Und das ist auch heute wieder so. Das sind ganz spannende, interessante Sachen. Aber wir schauen natürlich zum Anfang jetzt erstmal, wie viele Menschen sitzen hinter welchem Team. Denn auch heute durfte sich unser Publikum wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen. Hinterm Team Bernhard. Bernhard und Britta Steffen sitzen 61 Personen. 61 Personen. Oh! Und hinterm Team Elton und Anni Friesinger sind es 58. Also nur ein ganz kleines Übergewicht auf der Seite von Bernhard. Und das entscheidet ja nur darüber, welches Team mit der Kategorienauswahl beginnen darf. Wir haben auch heute wieder 12 Fragen. Wir haben 12 Kategorien und die finden wir auf unserer Wand. Die 12 Kategorien heute sind tierisch-tierisch, Sport, was bin ich, unser Körper, clever, Straßenverkehr, Weltmeere, Erfinder, Berufe, das Fragezeichen, total genial und im Grünen. Jede richtige Antwort gibt 500 Euro. Jedes Team hat einen Publikumsjoker, den sie nutzen können. Und das Team Bernhard beginnt mit der Auswahl der ersten Kategorie. Puh, also mit... Weltmeere finde ich immer spannend, weil das interessante Sachen sind. Ich weiß nicht, ob die Britta so mit Wasser hat. Hast du es mit Sport? Also schwimmen schon, mit Fischen nicht so. Ich bin für deinen ersten Vorschlag und beim zweiten Mal entscheide ich. Okay, wir nehmen Weltmeere und danach bist du da. Ja, okay. Damit geht's los. So. Die am Indischen Ozean lebende Krabbenart Scopimera globosa A. hinterlässt Kunstwerke am Strand. B. verbringt fast ihr ganzes Leben in Vogelnestern. Oder C. bewirft ihre Feinde mit Muscheln. Scopimera globosa. Es klingt nach C. Für alle, die es noch mal mitschreiben wollen. Bewirft ihre Feinde mit Muscheln. Das wäre natürlich sehr lustig. Bist du schon mal im Indischen Ozean geschwommen, Britta? Nee. Bin ich noch nicht. Ich vermeide das eigentlich immer, offene Gewässer. Echt? Ja, ich mag blaue Pools und zu sehen, was unter mir ist, ich habe so ein bisschen Respekt vor großen Fischen. Ah, das ist verrückt, oder? Ja, geht aber einiges schon mal. Man hat einen Bezug zu. Ja, ist das wirklich? Ja. Okay. So, erstmal hinterlässt Kunstwerke am Strand. Was könnte das denn sein? Das heißt, die läuft da rum und bastelt Burgen? Kann natürlich sein, dass sie bestimmte. Dass die läuft und dabei entstehen besonders schöne, optisch ganz tolle Formen. Wie so ein Zen-Garten, ne? Dass irgendwie meditativ ist, aber... Okay, das wäre die eine. B. Verbringt fast ihr ganzes Leben in Vogelnestern. Das hieße, dass sie in den Baum krabbelt oder sowas? Vor allem raufkommen, das ist ja gar nicht so leicht. Ja, es gibt Krabben, die Bäume rauflaufen. Okay. Deshalb, also B würde ich nicht ausschließen. Bewirft Feinde mit Muscheln. Das ist so verrückt, dass es sein könnte. Aber. Ja. Genau, das ist immer das Problem. Je mehr man es ausschließt, weil es Unsinn ist, desto eher kann es schon wieder sein, weil es so verrückt ist. Genau. Was sagt dein Gefühl? Ich bin fast für B. Du bist für B? Ja.
Was denkst du? Wie ist ich dir? Ich bin für B, aber ein Hauch mehr für A. Ein Hauch mehr für A. Wollen wir dann C nehmen? Deine Logik ist verblüffend. Genau. Lass uns mit B versuchen. Entweder haben wir recht oder wir liegen falsch. Wir sehen wunderschöne Bilder von Kunstwerken am Strand und das wird uns trösten. Du hast so recht, du hast so recht. Lass uns B nehmen. Wir nehmen B. Also ihr nehmt B und ich kann euch eines versprechen, wunderschöne Bilder sehen wir auf jeden Fall. Die unter anderem in Australien und Indonesien heimische Krabbenart ist nur etwa einen Zentimeter groß. Beim Durchsuchen des Sandes nach Nahrung hinterlässt sie tausende von Sandkügelchen. Da sich die Krabbe von ihrem Bau aus strahlenförmig nach außen bewegt, entstehen so, aus der Luft betrachtet, oft wunderschöne Kunstwerke. Oh, aber das ist toll. Das sieht schön aus. Ja, ja. Das ist schön. Okay. Der Start war nicht optimal, aber das muss ja eine Sportlerin nicht sagen. Oft wird die Ente auch hinten raus erst fett. Ja, also wir schauen, wie es läuft. Es bleibt erstmal bei Null. Und die anderen müssen es ja erstmal besser machen. Ja. Wir können es ja jetzt, weil die haben ja nicht. Ja, nee, Sport, da kann man sich immer blamieren. Aber wir versuchen es trotzdem. Ja. Mit Sport. Sport? Okay. Aber wir können ja nur nachziehen. Also ich kann nur Wintersport. Schon. Wintersport. Okay. Ja, guck mal, ich kann gar keinen Sport. Mit Wintersport hat es nichts zu tun. Aber es ist eine sehr spannende, interessante Frage. Oh. Warum landete Oliver Kahn als 15-Jähriger auf einer Polizeiwache? Woher soll man das denn fragen? Pass auf. Wir geben euch auch drei Antwortmöglichkeiten. A. Toll. Er klaute ein paar Torwarthandschuhe. B. Er frisierte sein Mofa. Oder C. Er biss einem Mitschüler ins Ohr. Das war anders. Also er biss einem Mitschüler ins Ohr, da wollen die, glaube ich, darauf hinaus, dass er einmal diesem Dortmund-Spieler, ich weiß nicht, wer war das noch, ins Ohr gebissen hat. War das Chapuisat? War das Chapuisat? Irgendein Dortmunder Stürmer. Oder war es? Nee, Heiko Herrlich war das, oder? Heiko Herrlich war das. Also das würde ich jetzt tatsächlich mal ausschließen. Wenn wir A nehmen, ins Tor. Aber ich glaube nicht. Einfach, oder? Das wäre zu dicht dran. Ne? Er klaut ein paar Torwarthandschuhe. Also dann ich glaube auch selektiv. Dann mit 15, da hast du ja doch einen Mofa. Da hat man oder Mofa, ein Moped, ne? Oder dann nehmen wir B, oder? Ich glaube, er hat es getuned. Ja, dann nehmen wir B. Ja? Okay. Ihr lockt Antwort B an und sagte, das frisierte Mofa war das Problem. Und Oliver Kahn hat die Geschichte selbst erzählt. Daher wissen wir, dass sie definitiv stimmt. Der dreimalige Welttorhüter Oliver Kahn war zwar schon in seiner Jugend beim Karlsruher SC ein talentierter Torhüter, doch im Alter von 15 Jahren steckte er seine Energie auch noch in ein anderes Hobby, das ihn sogar auf die Polizeiwache führte, sein Mofa. An diesem schraubte er in seiner Freizeit gerne herum und frisierte unter anderem den Motor, bis er eines Tages erwischt wurde. Jawohl! Die ersten 500 Euro auf dem Konto von Team Elton. Ja, jetzt darfst du natürlich entscheiden. Mich würde die Kategorie Was bin ich interessieren. Ja, dann bist du auch dafür? Ja, da bin ich auch für. Okay. Was bin ich? Die Viertel vor drei Stellung. A. Wird Bäckerlehrlingen seit dem Jahr 1527 beigebracht. B. Beschreibt die empfohlene Position der Hände am Lenkrad. Oder C. Ist eine der anspruchsvollsten Übungen beim Pilates. Die Position der Hände am Lenkrad, das ist, glaube ich, 10 vor 2. 10 vor 2, das ist so, ne? Ja. Oben. Ja. So. Ich wüsste nicht, wie man sich verbiegen sollte, um das beim Pilates zu können. Ja, zum Beispiel gar nicht. Gar nicht? Ja, das wäre zum Beispiel so. Man hat mir hier einen kleinen Kreis hingesetzt. Und dort kann ich dann den Kai hinbitten. Also das, pass auf, wir können das ja so machen, Bernhard. Nee, pass auf, wir können ja das als Ziffernblatt nutzen. Ja? Ach so, ich soll mich hinlegen. Und du bist der kleine Zeiger und ich der große. Schönes Ding. So, Viertel vor drei. Ja, aber was ist das jetzt für eine Pilates? So, ja? Hinlegen. Geht ein bisschen über das Zifferblatt hinaus. So, du bist jetzt auf Viertel vor drei und ich bin Viertel vor. Ist also eine Paarübung. So. Das ist schön. Und das ist Viertel vor drei. Viertel vor
Ja, das würde ich jetzt als Pilates-Übung. Warte, wir können doch umdrehen. Hey, jetzt ist nee, du musst in eine andere Richtung. Ja, aber ich habe ja Zeit. Ich bin ja der kleine Zeiger. Mhm. So. Jetzt ist umdrehen. So, jetzt ist. Ich kann mir aber. Ich würde mir sowas vorstellen, dass das so eine Position ist. Ja. Komm mal her, Großer. Der Kleine hilft dir mal hoch. Was? Ansonsten, aber was könnte man denn in der Bäckerei? Luna, die mussten ja früher total früh aufstehen, um ihren Teig zu machen und zu kneten. Und ehe der gegangen ist und dann zu backen. Ich meine, um 6 willst du ja schon dein erstes Brötchen essen, zumindest ich. Da muss man schon früh aufstehen. Aha. Ah, die Weckerstellung. Ja. 3:15. Na? Dann klingelt es und um 3 sind die im Laden. So dachte ich. Der Backstube. Ah. Also A oder C. Oder wollt ihr das Publikum fragen? Ja, es ist A oder C. Ach so, wir können das Publikum natürlich fragen. Magst du? Aber wenn die sich da alle hinlegen zum Überlegen. Dauert es zu lange. Ja, also ich bin mir mit C relativ sicher. Ich wüsste, beim Bäcker wüsste ich nicht. Dann lass uns C nehmen. Komm, ich habe vorhin Mist gemacht, jetzt kannst du mal. C. C, Herr Pflaume. Pass auf, jetzt ist es das Rekord. Pilates ist toll. Beim Autofahren gehören beide Hände ans Lenkrad. Und zwar in der von Fahrschulen empfohlenen 3:15 Stellung. Dabei bilden beide Arme die Zeiger einer imaginären Uhr auf dem Lenkrad. Die linke Hand liegt auf 9, die rechte auf 3 Uhr. Durch diese Positionierung kommt der Fahrer um so gut wie jede Kurve und bequem an die Schalter für Blinker und Scheibenwischer, ohne das Lenkrad loszulassen. Also Antwort B wäre es gewesen. Ich kann euch sagen, das war früher hat man in der Tat von 3:10 gesprochen. Aber da die Lenkräder ja heute deutlich mehr Bedienelemente haben, hat sich das ein bisschen korrigiert, ja, um an die entsprechenden Schalter auch zu kommen. Deswegen wird heute die 3:15 Stellung in der Fahrschule empfohlen. Ja, das ist, tut mir leid. Es ändern sich die Dinge im Laufe des Lebens. Also es bleibt vorerst bei 0 Euro und wir kommen zur nächsten Frage. Wollen wir unseren Körper nehmen? Ich glaube, du kennst dich relativ gut aus. Ich kannte mich ja aus, jetzt ist es anders. Du kennst deinen Körper nicht mehr? Na, kenne ich schon noch, natürlich, aber... Lass uns mal unseren Körper probieren. Körper. Wir gehen zum Körper. Welchen evolutionären Nutzen haben verschrumpelte Fingerkuppen nach ausgiebigem Wasserkontakt? Das müssen ja. A. Beim Schwimmen geben sie einen Geschwindigkeitsschub. B. Durch die Aufpolsterung geht weniger Körperwärme verloren. Oder C. Die Furchen helfen, nasse Gegenstände besser zu greifen. Spannend. Naja, also sagen wir mal so. Evolutionär. Evolutionär. Die Furchen helfen, nasse Gegenstände besser zu greifen, hat selbst evolutionär, glaube ich, damit nichts zu tun. beim Schwimmen geben sie einen Geschwindigkeitsschub. Warum nur die Fingerkuppen? Also wenn, also man hat diese Schwimmanzüge, die Oberfläche, ja, aber die Schwimmanzüge haben ja manchmal hier eher diese schuppenartigen, ja, oder der ganze Anzug. Da hat ja die Fingerkuppe nichts mit. Und der Haifisch war ja, wo echt die Oberfläche oder die Haut des Haifisches haben wir ja dann auch gehabt für den Windkanal, für was besser ist, genau, weil dann der Luftwiderstand besser ist und mein Wasser besser gleitet. Ja, wurde immer weiter optimiert, ne? Ja. Aber das Verschrumpelte glaube ich nicht, weil das ja. Wobei B, was ich jetzt eigentlich hätte wählen wollen, hat ja keinen Sinn mit evolutionären Nutzen, weil das wäre ja schon immer so gewesen. Aber für die Wissenschaft vielleicht. Nasse Gegenstände besser zu greifen. Ja, aber auch da Fingerkuppen, also du greifst ja mit der ganzen Hand und eigentlich hauptsächlich zum Greifen ist der Daumen. Ja. Da haben die übrigen Finger. Saugt sich. Ich müsste jetzt echt zocken. Wollt ihr das Publikum fragen? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen. Entschuldigung. Wir nehmen B, oder? Ja, also A nicht. Nee, das glaube ich nicht. Wir nehmen B. B. Ja, wir nehmen B. Mit dem Hintergrund, aber wir nehmen trotzdem B. Ja, ist ja eh schon zu spät. Ist ja schon eingeloggt. Ne? Weißt du das? Hm? Nee? Wir sind auch verschiedener Meinung. Na. Ja? Ob das weiterhilft? Also A. Und
Bereits nach wenigen Minuten im Wasser wird die Haut schrumpelig. Nicht etwa, weil sie sich vollsaugt, sondern durch eine aktive Reaktion des Nervensystems. Die Rillen bilden ein ähnliches Muster wie Flüsse im Gebirge. So kann das Wasser schneller abfließen und abtropfen. Forscher aus Newcastle haben bewiesen, dass die Furchen helfen, nasse Gegenstände besser zu greifen. Dies könnte unseren Vorfahren zum Beispiel beim Fischefangen im Wasser geholfen haben. Wir haben unseren Bildungsauftrag hier erfüllt, also wir transportieren natürlich auch heute wieder spannendes, interessantes Wissen. Ja, ihr solltet also noch nicht zu sehr triumphieren, denn noch ist nichts auf dem Konto, was später im Finale gesetzt werden könnte. Wir können noch nichts verlieren, also seid entspannt. Ja. Aber vielleicht jetzt gleich. So, mit der jetzt richtigen bin ich wieder Kategorie. Dran. Ja, du bist wieder dran. Ja, pass auf, dann nehmen wir doch jetzt einfach mal Erfinder. Hätte ich auch genommen. Ja, siehst du, da sind wir doch schon. Welche heute noch bedeutsame Erfindung hat der französische Gärtner Joseph Monnier 1845 entwickelt? Messgerät für Blutdruck, Wasserzeichen für Geldscheine oder Vorläufer des Stahlbetons? Also, der Vorläufer des Stahlbetons ist ja der Beton. Mhm. Und den gibt's. Die hatten ja schon die Römer. Es sei denn, es geht um so Sachen wie, der hat irgendwelche Muster gebaut für seine Gärten und da dann Drähte reingebastelt oder sowas. Also in klein quasi. Wasserzeichen für Geldscheine. Das kann ich mir nicht so. Nee. Joseph Monnier. 1845. Und das Messgerät für Blutdruck. Ich glaube, den Blutdruck konnte man schon vorher messen. Somit ist nichts von den vorgegebenen Antworten korrekt. Nach dieser Analyse. Wow. Verdammt. Wollt ihr denn vielleicht hier das Publikum nutzen? Auf der Seite ist heute wirklich große Unruhe. Ich setz euch gleich auseinander, alle hier rüber. Um ehrlich zu sein, Elton, ich glaube, es ist keine Unruhe, es ist Verzweiflung. Ja. Pass auf, da wir noch nichts haben, sollen wir einfach das Publikum nehmen? Ja, bitte. Klar. Und dann nehmen wir das Publikum. Wir haben sich ja schon Publikum. So tapfer beteiligt. So. Oh. Guck mal da. Oh. Das scheint ja eine sehr einfache Frage zu sein, weil so viele sind selten aufgestanden. Es stehen vier. Sagen, so viele sind noch nie so schnell gestanden. Vier also Männer, Moment. Entscheiden. Ja, also vier Männer in einem Generation. Er weiß es. Ja. Also ihr beide seid sofort aufgesprungen. Ja. Ihr habt erstmal geguckt, ob noch einer aufsteht. Und du bei kannst dich eh gleich nicht mehr halten. Wenn wir dich hinsetzen, redest du trotzdem. Ne? Genau. Kai, geh schnell hin. Alles klar, also vielen Dank euch alle. Ich komme zu dir hoch. Puh. Er war sich so sicher. Ja. Er muss es wissen. Hallo. Dank. Mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Roland Peters. Ich bin Maurermeister. Oh. Und Mensch, das ist ja eh schon ein Wunder, dass du jetzt überhaupt noch so lange an dich halten konntest, wo du hier vorne gewesen bist. Ja, ja. Er hat C reingerufen, das habe ich gesehen. So, also wahrscheinlich, wenn ich dich so angucke, tippst du auf A, ne? Nein. Hm? C. C. Warum? Und kannst du. Ja? Weil der Gärtnermeister Monnier hieß. Mhm. Und weil das Eisen im Beton auch Moniereisen heißt. Und weil er dazu, und weil die Töpfe immer kaputt gefroren sind, dann diese Form entwickelt hat mit Eisen und Beton. Mhm. Weil Eisen den fast gleichen Ausdehnungskoeffizienten hat wie Beton. Wow. Dankeschön. Cool. Roland, mit wem bist du hier heute? Deine Frau und diese Zerlöhn. Aha. Und bekannte Familie. Okay, also, dann gucken wir jetzt gemeinsam. Ich habe ein gutes Gefühl, Roland, aber das trügt ja auch manchmal. Genau. Hm? Der Gärtner Joseph Monnier hatte Probleme mit der Materialfestigkeit seiner Blumenkübel. Oft wurden die zerbrechlichen Töpfe mit einem Eisenring von außen zusammengehalten. Monnier stellte daher bereits 1845 Töpfe mit einem integrierten Eisengitter her und konnte so die Festigkeit des Betons erhöhen. Er reichte verschiedene Patente für seinen Monnier-Beton ein
und legte so den Grundstein für den heutigen Stahlbeton. Perfekt erklärt und beantwortet. Glückwunsch, super gemacht. Und Achtung! Und natürlich große Freude, die ersten 500 Euro aufzufangen. Ja. Ich habe auch total gerne noch gute Punkte, die ich ein bisschen aufbewahren. Und habt ihr sie nicht zu verdammt. Nimm, was du. So, wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Ein gutes Gefühl im hast. Grünen. Im Grünen? Ja. Ja, dann nehmen wir im Grünen. Wir gehen ins Grüne. Im Grünen, sehr gerne. Im Grünen. Warum interessieren sich auch Bergbauunternehmen für Eukalyptusbäume? Oh. A. Ihr Stamm betreibt ein ausgeklügeltes Belüftungssystem. B. Ihre Blätter reichern Gold an. Oder C. Ihre Wurzeln geben zuverlässige Bodenrichtwerte. Oh, super. Super, super, super. Boah. Bergbauunternehmen. Das sind die spannenden Fragen, die unser Publikum zu Recht von uns erwartet. Ja, aber warum Belüftungssystem? Kann man nicht. Da soll vorstellen. Flüssigkeit durchlaufen und nicht unbedingt Luft. Nee. Also, Eher nicht. A und eher nicht. Bergbau, Abbau von Erzen. Ihre Blätter reichern Gold an. Das wäre natürlich. Super, vom Baum will ich. Ja, und vor allen Dingen auch für die Koalas, die das ganze Zeug fressen. Essen ist es nicht gut. Das glaube ich nicht, dass es wirklich gesund ist für die süßen Bären. So, dann kann ja nur noch C übrig bleiben. Ihre Wurzeln geben zuverlässige Bodenrichtwerte an. Aber was da drin ist? Warum ist es aber für Bergbauunternehmen wichtig? Für den Abbau dann von Erzen. Wollt ihr vielleicht auch das Publikum fragen? Nein, wir wollen das immer noch nicht fragen. Oh, wir dürfen niemanden von uns haben. Wir haben einen, der da ganz nah dran ist. Für die doppelte Summe. Ich glaube, es ist, glaube ich, C, oder? Ich glaube, war. Ja, wir nehmen C. Komm. Ja. Also kein Joker. Nee. Gott. Noch nicht. Wir sparen euch auf. Anni Friesinger und Elton sagen Antwort C. Eukalyptusbäume, die sich in der Nähe von Goldabbaugebieten befinden, können tatsächlich Goldpartikel in den Blättern anreichern. Allerdings sind die Goldmengen sehr gering. Dabei nehmen die Wurzeln das gelöste Gold im Boden mit dem Wasser auf und transportieren es in die Blätter, wo es sich im Blattgewebe einbettet. Ja. Nee. Daher kommt doch auch das Wort Blattgold. Von den Eukalyptusbäumen. Es hätte euch einfallen können, kommt. Ja, es bleibt bei 500 Euro, jetzt könntet ihr sogar in Führung gehen. Ja? Okay, wir versuchen es, da wir mit langjähriger Berufserfahrung im Rücken erfolgreich waren, nehmen wir jetzt Berufe. Ja. Welchen Beruf gibt es tatsächlich? A. Apfelwärmer, B. Bananenreifer oder C. Kiwi-Förster? Ja. Moment. Was könnten die denn machen? Der Apfelwärmer wärmt den Apfel. Der Bananenreifer, Reifer, jetzt bin ich gespannt. Lässt die Banane reifen. Und der Kiwi-Förster baut die Kiwi an. Danke. Perfekt. Was ein intellektueller Erguss. Dieser tosende Applaus wäre nicht nötig gewesen. Uiuiui. Also, darf ich was vorschlagen? Aber bitte. Also, der Apfelwärmer, wüsste ich überhaupt nicht, was der machen soll. Außer, dass er die ausbrütet und hofft, dass Würmer rauskommen. Ich weiß es nicht. Kiwi-Förster. Nee. Aber ich weiß, dass das Reifen von Bananen ist ein unfassbar komplexes Unterfangen, weil die ja teilweise unreif gepflückt werden, um dann unreif transportiert zu werden, sodass sie dann unterwegs oder erst, wenn sie hier sind, reifen müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die genau wissen, wann sie welche Banane in welchem Moment wo knuddeln müssen, damit sie gelb wird. Ich pflichte bei. Sonst mache ich mir keine Freunde. Publikumsjoker mehr. Hallo. Gott. Ne? Ey, was ist denn da drüben für eine Unruhe? Was ist das für eine Klasse? Hier sitzen voll die Fähren. Ja, wahrscheinlich, weil der Lehrer sich mit rübergesetzt hat. Ja. Also, wir haben den Bananenreifer eingeloggt. Ja? Also, es ist wichtig, dass die möglichst frisch und unreif beim Kunden ankommen.
Bis sie im Supermarktregal landen, durchlaufen Bananen eine mehrwöchige Reise. Sie werden grün geerntet, in Kartons gelagert und gelangen dann mit Frachtschiff nach Deutschland. Dass die Früchte unversehrt und mit dem perfekten Reifegrad in die Regale gelangen, ist die Aufgabe des Bananenreifers. Er überwacht und steuert durch die Zugabe von Ethen, einem natürlichen Reifehormon, den Reifeprozess. Denn es sind gerade 500 dazugekommen. Die nächste Kategorie. Ach so, ja, verdammt. Du wolltest, wir haben ja, wolltest tierisch probieren. Ich würde so gern tierisch probieren. Wir probieren tierisch. Tierisch. Ja, Anni, dein Mann ist Landwirt, vielleicht hilft's ja. Ja. Auf Beutefang hilft es dem Turmfalken, dass er A, schwarz-weiß gefiedert ist, B, ultraviolettes Licht sehen kann oder C, Mäusemännchen am Geruch von Weibchen unterscheiden kann. Also, du hast kurz aufgeatmet nach dem Motto, ich hab ne, da könnte was kommen, was weiß. Wir haben Falken. Also bei meinem Mann im Hof, das ist ein uralter Bauernhof mit einer riesen Scheune. Mein Mann ist Holländer, ja. Mhm. Und lebt in Holland. Nach der Karriere hat er den Hof des Vaters übernommen. Mhm. Und mittlerweile haben wir, deswegen liebe ich schon Tiere und kenne mich ein bisschen aus. Mhm. Wir haben 650 Stück Milchvieh. Mhm. Und auf dem Hof, da gibt es ja alles. Da gibt es Mäuse, da gibt es Ratten, da Katzen, Hunde. Aber auch Turmfalken. Mhm. Ja, also ich weiß auf alle Fälle, dass unsere Turmfalken nicht nur schwarz-weiß sind. Die haben auch Brauntöne drin, helle, dunklere. Deswegen würde ich sagen, das A ist es nicht. Mhm. Also Mäuse, Männchen am Geruch von Weibchen unterscheiden. Was ist der Unterschied? Schmecken die besser? Ja, weiß ich auch nicht. Was hilft ihnen das beim Beutefangen? Dass sie auch nicht so eine gute Nase haben da oben in der Luft. Nee, ich denke, das hat eher was mit Sehen zu tun. Ja, kann das ja nur B sein. Ich weiß noch nicht ganz genau, was für einen Sinn das hat, dass man das Wärme strömt. Ja? B. B. Doch das. B. Ja, Infrarot. Nach einem durchaus sehr durchdachten Ausschlusserverfahren hat sich das Team Elton für Antwort B entschieden. Mäuse und andere Kleinnagetiere hinterlassen auf dem Weg zu ihrem Unterschlupf Urinspuren. Diese reflektieren ultraviolettes Licht, für den Menschen unsichtbar, doch nicht für den Turmfalken. Seine Augen verfügen über zusätzliche Sinneszellen, die ihm ermöglichen, Teile des ultravioletten Lichtspektrums zu sehen. Da der Turmfalke Urinspuren seiner Beutetiere also erkennen kann, beobachtet er bei der Jagd besonders diese Orte. So spart er Zeit und Energie. Wow. Jawohl! Richtig! €1000 für Elton und Anni Friesinger. Wir haben noch vier Kategorien im Spiel. Clever, Straßenverkehr, das Fragezeichen und total genial. So, gut, Publikum ist schon weg, das heißt... Sollen wir einfach das Fragezeichen nehmen oder Straßenverkehr? Ja. Fragezeichen. Wir nehmen das Fragezeichen, weil wir wissen wollen, welche Frage das ist. Diese Kategorie befriedigt Bernhards weibliche Neugier. Laut einer britischen Studie warten Männer etwa eine halbe Stunde ab, bevor sie eine SMS beantworten. B, im Schnitt 2 Minuten am Tresen, bis sie ein Bier bekommen. Oder C, in ihrem Leben zusammengerechnet 1 Jahr lang auf Frauen. Naja, ganz ehrlich, wenn sie erst nach einer halben Stunde eine SMS beantworten, ist das natürlich klar, dass die Frau dann einfach sich Zeit lässt. Also etwa eine halbe Stunde ab, bevor sie eine SMS bekommen. Das wäre wahrscheinlich auch im Schnitt gedacht. Wie verhält es sich da bei dir? Bist du jemand, der gleich antwortet? Oder ich bin eher sehr schnell. Ich antworte eher schnell oder sehr, also oder lange gar nicht. Nach einer halben Stunde. Oder gar nicht. Ja. So, und im Schnitt 2 Minuten am Bett. Beim Bier? Beim Bier, ich trinke ja gar kein Bier, deshalb warte ich manchmal sehr lange auf ein Bier, nämlich einen ganzen Abend, weil ich dann den Whisky lieber trinke, der zwischendurch vorbeigeschoben wird. Im Schnitt 2 Minuten am Tresen, bis sie ein Bier bekommen, das glaube ich nicht, das hängt vom Bier ja auch ab. Also gut, ich gucke sofort den Eltern, oder ist doch irgendwie, ne? Ich weiß es nicht. Das hängt vom Bier ab. Gutes Bier, sagt man nicht, steht nicht ein gutes Bier 20 Minuten? Nee. Da wird's schal. Also ich weiß, in Holland und in Amsterdam, da gibt es ein gutes Bier, braucht so und so lang und so weiter. Aber Pils. Bei Altbier, das ist, glaube ich, die ganze Zeit im Glas. Ich habe keine Ahnung. Also glauben wir, dass du kein Bier trinkst, Bernhard. Aber in ihrem Leben zusammengerechnet 1 Jahr lang auf Frauen. Ganz dunkel habe ich sowas mal gehört.
Ich tippe auf C. Was machen? Dann bin ich dafür. C. Eine britische Studie hat sich mit einem spannenden Thema befasst und das Ergebnis dabei hervorgebracht. Ein Mann wartet auf der Straße, im Wohnzimmer, im Bekleidungsgeschäft auf seine Frau. Allein vor der Umkleidekabine verbringt er 22 Wochen seines Lebens. Während die Frau seelenruhig ihren Dingen nachgeht, summiert sich laut einer britischen Studie die gesamte Wartezeit eines Mannes auf ein komplettes Jahr. Weil ich das doch für sehr kurz halte. Ne? Weil ich das doch für sehr kurz halte, ein Jahr. Der männliche Teil des Applauses kann sich nur auf das gerade gewonnene Geld eigentlich beziehen. Ja. Ne? Nicht auf das Ergebnis der Studie. Ja? So, ihr steht bei 1500 Euro. Wow. Und bei euch toll. Könnten die nächsten 500 noch dazukommen. Genau. Wir nehmen mal Clever. Clever? Wir haben auch noch das Publikum. Genau, wir haben. Manche gekochten Eier haben einen grünen Rand um das Eigelb, weil sie A. zu lange gekocht wurden, B. zu kalt abgeschreckt wurden oder C. älter als 4 Wochen sind. Wir haben sofort wieder beide auf Verschiedenes gezeigt. Publikumsfrage, oder? Kochst du? Zu Hause? Also Eier koche ich ja, das kriege ich noch gerade hin. Und wie schauen deine aus? Also meine gekochten Eier. Gitterfarbe. Also weiß und gelb. Also ich sie das letzte Mal gesehen habe, hatten sie noch keinen grünen Rand. Ah, Entschuldigung. Also, Elten. Als der Elten sie das letzte Mal gesehen hat. Also. Wenn du Eier kochst. Wenn ich Eier. Nein, mein. Also, schreckst du die ab? Natürlich, ich schreck auch die Eier ab. Das Problem. Ja, also, ich glaube, dass. Wenn ich jetzt von Buchstabe zu. B ist es nicht, weil zu kalt abgeschreckt. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Mit dem grünen Rand. Wollen wir Publikum fragen? Ja, wir fragen das Publikum. Ja? Dong, dong, oh, guck mal hier. Ja, ganz das scheint ja eine einfache Frage gewesen zu dieser sein. Dieser Mann ist als erstes. Die Reihenfolge war dick, dick, ja. dick. Aber wir nehmen hier außen gleich. Ja? Sie? Nee, oh. ihn. ihn! Nein, sie. Hier vorne. Sie. Die okay. Dame rechts. Gut. Ja, ja, okay, alles klar. Den Eltern hat die Frage völlig aus der Bahn geworfen. Hallo, grüß dich. Hallo. Du bist? Kann ja nur oben so leicht nicken, keine Zeichen geben. Ja? Susanne. Gut, dann Susanne, sag mal, was denkst du denn? Ah, zu lange gekocht. Aha. Kannst du das auch erklären? Also ich bin der Meinung, wenn man wirklich, ich habe es schon öfter gesehen und ich habe noch nie Eier jetzt erst so lange liegen lassen, um sie dann zu kochen. Und das ist einfach so, wenn man sie zu lange kocht, dass es dann am Rande grün wird. Dann sind sie halt zu hart. Ja, also Susanne, wenn das stimmt, dann hast du eh alles richtig gemacht und dann haben wir jetzt alle wieder was gelernt. Wir gucken. Wenn Eier gekocht werden, verändert sich das Eigelb, je nachdem, wie lange das Ei gekocht wird. Wenn ein Ei länger als ca. 15 Minuten dem heißen Wasser ausgesetzt ist, wird Eisen aus dem Eigelb freigesetzt. Im Eiweiß entsteht zur gleichen Zeit Schwefelwasserstoff. Beide Stoffe verschmelzen miteinander am Dotterrand zu Eisensulfid, was die grünliche Verfärbung verursacht. Schädlich sind diese Verfärbungen allerdings nicht. Aufs Konto. Ja, spannend. Das kann man auch einen sowieso machen. Oh. Ja, ja. Oh. Nimmt man viel Spannendes mit. So, 1500 Euro auch auf eurem Konto. Und beide Teams haben jetzt noch eine Frage offen. Also das heißt, ihr könntet noch mal jeweils 500 oben drauf packen. Ihr habt jetzt die Wahl. Straßenverkehr und total genial. Das andere bleibt natürlich fürs Team Elton. Also sie hat eben sofort auf A getippt. Deshalb vertraue ich dir die letzte Frage, ich möchte mal sagen, komplett an. Du darfst dir erstmal eine Kategorie aussuchen und vielleicht... Ich würde mich gerne für total genial entscheiden. Okay. Jo. Was hilft gegen eingetrocknete Rotweinflecken in der Kleidung? Wichtiger Alltagstipp.
A. Glasreiniger. B. Zahnpastaschaum. Oder C. gemahlene Walnüsse. Jetzt hätte ich gerne den Publikumsjoker. Das ist ein Problem, das hat der ein oder andere schon mal gehabt. Also gemahlene Walnüsse, kann ich mir nicht vorstellen, das ist Öle und so weiter drin. Vielleicht lockern die was, das, aber ja. Wie sollen die das, müsste man dann richtig malen, das wäre... Okay, also halte ich erstmal für unwahrscheinlich. Zahnpastaschaum, da ist Feuchtigkeit drin, da ist irgendwas drin, was... Was da drüben? Also, wolltet ihr uns helfen? Nein. Schade. Nee. Da ist irgendwie eine, da sind vielleicht auch Salze drin oder Stoffe, die das raussaugen quasi. Dann, also man würde ja auf einen feuchten Fleck würde man ja Salz machen. Ja. Mit Zahnpasta würde man den Fleck befeuchten, hätte gleichzeitig Salz dran. Eventuell mit irgendwelchen Zusatzstoffen. Kalkhaltigen Stoffen oder irgendwas eine Möglichkeit, das rauszusaugen. Und ein Glasreiniger. Also Glasreiniger, glaube ich, der löst den vielleicht, wird der feucht, dann verteilt er sich, aber ob der wirklich verschwindet, dann wäre er ja auch sinnvoll bei uneingetrockneten Rotweinflecken. Also ich halte deine Zahnpasta-Schaumtheorie für plausibel. Glasreiniger hätte ich vielleicht sogar schon mal gehört. Ich putze ja sehr gerne, aber ich trinke seltenst Rotwein und wenn, dann gebe ich sowas auch in die Reinigung. Also da traue ich mich nicht alleine ran. Gemahlene Walnüsse wüsste ich jetzt auch nicht, was da passieren sollte. So, A oder B? Weil C habt ihr ja schon ausgeschlossen. Ja, die B. Wir nehmen die Antwort B. Ihr nehmt die Antwort B und sagt, mit Zahnpastaschaum lässt sich das Problem beheben, wenn der Rotwein in der Kleidung einmal eingetrocknet ist. Ein Rotweinfleck ist hartnäckig, besonders wenn er schon eingetrocknet ist. Durch eine Kombination von Lösungsmittel und Tensiden kann jetzt Glasreiniger helfen. Den Fleck damit einsprühen, bis er vollständig durchtränkt ist. Einwirken lassen und das Kleidungsstück anschließend in der Maschine waschen. Der Farbstoff kann sich so komplett aus dem Stoff lösen. Oh, ja, wie gesagt. Schade, schade. Mit seiner gewusst? Kann man wissen, muss man aber nicht, aber ist gar nicht so schlecht, wenn man so einen Tipp jetzt so mitbekommt. Ne? Mit Kindern. Ja? Ja, mit. Mit Kindern. Schade. Ja, ich hoffe, dass die Kinder nicht zu oft. Ich glaube. Nehmt der Straßenverkehr? Ja. Straßenverkehr. Die Autos von Polizei und Feuerwehr haben seit den 1930er Jahren Blaulicht auf dem Dach. A. Weil blaues Glas billiger war als rotes. B, weil Blaulicht aus großer Höhe nicht mehr zu sehen ist. Oder C, weil der Erfinder rot-grün blind war. Weil Blaulicht aus großer Höhe nicht mehr zu sehen ist? Das glaube ich nicht, oder? Weil Blaulicht aus großer Höhe nicht mehr zu sehen ist? Feuerwehr ist ja wichtig, dass du gesehen wirst. Ich verstehe oder? Den Sinn nicht. Ja. Was soll das für einen Sinn machen? Und die Farbe vom Glas? Keine Ahnung. Weil blaues Glas billiger war als rote, als rotes. Hm. Meinst du, ob das da? Weil der Erfinder rot-grün blind war, ist auch schön. Naja, das wird mir nur am ehesten einleuchten. Was? Echt? Ich bin ja nicht rot-grün blind, aber... Naja. Ich sag A oder C. Aber B nicht. Wahrscheinlich ist es ja, aber ist es, es ist wahrscheinlich B, weil wir das überhaupt nicht kapieren. Und ich habe keine Ahnung, worauf die hinaus wollen. Unsere Zeit geht ab, oder? Ja. Unsere Zeit geht langsam ab, weil Blaulicht aus großer Höhe nicht mehr zu sehen ist. Wer weiß denn sowas? Wer weiß denn sowas? Oh, ey, was ist denn das? Weil Blaulicht aus großer Höhe nicht mehr zu sehen ist. Was soll das? Also. Weil der Erfinder rot-grün-blind war. Kann natürlich ganz doof gedacht sein, dass es vielleicht die Flugzeuge abgelenkt hat, wenn da unten Blaulicht ist und die gucken alle da runter. Oh, da ist Blaulicht! Er hat eine Entscheidung. Entscheidung. Weißt du was? Komm, wir nehmen B. Ja? Okay. Oh, nee. Ist mir oder egal. Ich will jetzt wissen. Nee, Elton, die erklären nicht das, was ja, du auswählst. Ja, ich weiß, aber das möchte ich trotzdem nachher essen. Das ist eine ganz neue Strategie, die Elton hier gerade anwendet. Wir nehmen einfach mal das, was ich nicht verstehe. Hm? 1938 wurde ein einheitliches Warnzeichen für Polizei und Feuerwehr eingeführt. Die Farbe? Kobaltblau. Blau hat die höchste Streuung in der Atmosphäre, nur bis zu 300 Meter weit sichtbar. Rot und Weiß hingegen sind noch aus einer Höhe von 2 Kilometern zu sehen. Das Blau diente tatsächlich der Tarnung und war für feindliche Flugzeuge in großen Höhen nicht mehr sichtbar.
Puh, es gab schon Momente solcher Art. Er hat sich halt in einem Überschwang das T-Shirt vom Leib gerissen. Ja, heute hat er darauf verzichtet, aber das war sehr, sehr, sehr stark gespielt. 500 Euro obendrauf, 2000 Euro für euch auf dem Konto. Damit haben wir einen Zwischenstand vor der Entscheidung, vor dem Finale. Das Team Bernhard. Bernhard und Britta Steffen haben 1500 Euro auf dem Konto. Das Team Elton, Elton und Anni Friesinger, 2000 Euro auf dem Konto. Jetzt heißt es für euch gut überlegen, wie viel Geld setzt ihr ein. Aber den Gedanken könnt ihr noch einen Moment hinauszögern, denn vorher sage ich euch noch, aus welcher Kategorie die heutige Masterfrage kommt. Hier ist das Finale. Die Kategorie ist Literatur. Literatur? Literatur. Alles wieder für den Arsch. Ist nicht, da bin ich mies, hä? Literatur? Literatur bin ich auch, ganz, ganz schlecht. So, ja, jetzt müssen wir ein bisschen... Oh. Glück du auf, okay. Ah, ich sehe den Einsatz, aber ich habe die... Jetzt, habt ihr jetzt bestätigt? Ja, ja. Ah, jetzt hat er nicht so viel Einsatz. Beide Teams haben gesetzt, damit ist die Voraussetzung gegeben, jetzt die entscheidende Frage zu stellen. Hier ist unsere Masterfrage. Welcher in der Physik verwendete Begriff stammt aus einem Roman von James Joyce? A. Isotop, B. Quarks oder C. Plasma? 20 Sekunden laufen ab jetzt. Physik, ich auch. Genau. War genau dein Tipp, ne? Ja, hätte ich sofort gesagt. Ich hätte gar nicht gefragt. Ja, aber du kannst es auch. Kannst du noch? Nee, du darfst nicht zu laut sein. Vielleicht. Das ist es bestimmt vielleicht. Ihr habt noch 3 Sekunden Zeit, wenn ihr euch noch umentscheiden wollt. Sorry, passt schon. Nee, jetzt habe ich umgetippt. Wir wollen schauen, was ihr gesetzt habt. Das Team Bernhard. Kennst du den? Bernhard und Britta Steffen. James Joyce hat Ulysses geschrieben, aber ich habe keine Ahnung, was. Haben von ihren 1500 erspielten Euro gesetzt. Irischer Schriftsteller. 1439. Das Team Elton. Elton und Anni Friesinger haben von ihren 2000 Euro gesetzt. 1500. Aber nur ein Team kann gewinnen. Für welche Antworten haben sich unsere beiden Teams entschieden? Bernhard und Britta haben gesetzt auf Antwort B, Quarks. Elton und Anni haben gesetzt auf Antwort A, Isotop. Ja, ja, ja. Ja. Wo wart ihr vorher? Ihr habt euch ja noch mal umentschieden. Ich war erst bei Plasma, wobei ich gedacht, Plasma gibt schon ewig. Blutplasma und sowas, das kann nicht James... Also, hier ist die Entscheidung. Aber, ich kann aber auch... Ja, haltet euch an den... Genau, sehr gut. An den Händen halten. Alle an den Händen halten. Haltet euch an den Händen. Das bringt Glück. Haltet, nicht, nicht alle. Haltet euch an den Händen. An den Händen, an den Händen, alle an die Hände, alle an die Hände. Also, Energie, 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 Energie. Wann kommt die Auflösung? James Joyce Roman Finnegan's Wake. Ah, okay. Schöner blöd. Finnegan's Wake. Schon mal blöd. Schemenhafte Wesen sind es. Die Isotopen. Ach, scheiße, Mann, ey. Natürlich die Quarks dann. Das klingt doch nicht so schlecht. Die Isotopen. Ja, nee. Die Plasmaten. Nee. Aber die Quarks. Oh Gott. Hm? Kommt jetzt das T-Shirt, Elton? Nein. Sein, es ist richtig. Die richtige Antwort. Schemenhafte Wesen sind Quarks! Ah. Und damit gewinnen Britta und Bernhard 2.939 Euro für ihr Publikum. Mit Roland kam die Wende. Ja? Das muss man noch mal sagen, mit Roland kam die Wende. Das stimmt. Glückwunsch. Das stimmt. Ja, Bernhard,
Wir müssen natürlich noch auflösen. 2.939 Euro sind es. 61 Personen sitzen hinter euch. Das heißt, für jeden von euch 48,18 Euro. Das ist doch ein guter Dreiviertelstundenlohn, wie ich finde. Liebe Anni. Ja. Bisher ist es noch geblieben. Aber es reicht nicht zum Sieg. Herzlichen Dank trotzdem fürs Mitspielen. Ja. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß jetzt mit Jörg und dem Fistuell Olymp. Wir schalten direkt rüber. Da geht es jetzt direkt weiter. Schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder, pünktlich um 18 Uhr. Neue Woche, neue Folgen. Wer weiß denn sowas? Tschüss.